Dieser Screencast soll Sie inspirieren. Er zeigt grundlegende Funktionen der Standard-Apps anhand von Unterrichtsbeispielen sowie verschiedene Unterstützungs- und Fortbildungsmöglichkeiten. Das Apple Teacher Learning Center und der YouTube-Kanal der iPad Learning Community DACH geben Ihnen vielfältige Inspirationen, um Unterrichtsideen zu entwickeln und die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit dem iPad zu erweitern. Das Apple Teacher Learning Center erreichen Sie über die Internetseite appleteacher.apple.com. Es ist ein kostenloses Weiterbildungsprogramm für Lehrkräfte, mit dem man grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit dem iPad und den Standard-Apps in Schritt-für-Schritt-Anleitungen erwerben kann. Gleichzeitig findet man hier zahlreiche neue Ideen für den Unterricht, Anwendungsbeispiele für einzelne Fächer und zahlreiche Unterrichtsmaterialien sowie Möglichkeiten zur Vertiefung. Weitere Eindrücke vom Apple Teacher Learning Center finden Sie zum Beispiel auch auf dem YouTube-Kanal der iPad Learning Community DACH. Hier finden Sie neben einem Screencast zum Apple Teacher Programm zahlreiche Screencast-Videos aus verschiedenen Fortbildungsinitiativen mit konkreten Anwendungsbeispielen von Lehrern und aus dem Unterricht. Die meisten Anwendungsbeispiele lassen sich bereits mit den Standard-Apps des iPads umsetzen, Pages, Keynote und Numbers. Die App Pages ist das Standard-Schreibprogramm von Apple, das aber deutlich mehr ist als ein Schreibprogramm. Wenn ich die App Pages öffne, kann ich hier ein neues Dokument erstellen und aus verschiedenen Vorlagen auswählen. Ich wähle hier gerade für jüngere Schüler immer gerne das Bücher-Querformat aus, weil sich damit die Inhalte sehr flexibel anordnen lassen. Auf der linken Seite sieht man nun die Miniaturansicht der einzelnen Seiten des Buches. Unten kann ich über das Plus eine neue Seite hinzufügen. Und diese Miniaturansicht kann ich auch einfach nach links wischen und ausblenden oder nach rechts wischen und wieder einblenden lassen. Wenn ich doppelt auf dieses Platzhalter-Textfeld tippe, kommt die Tastatur und ich kann meinen Text eintippen. Unten rechts über diesen Knopf kann ich die Tastatur wieder ausblenden und jetzt mein Textfeld über das Werkzeug Pinsel bearbeiten. Hier lassen sich alle wichtigen Dinge zum Stil des Textfeldes mit Hintergrund und Rahmen einstellen und zum Text die Schriftart, die Schriftgröße und die Schriftfarbe. Hier kann man beispielsweise auch ein Bild zum Ausfüllen der Schrift benutzen. Und ebenso lässt sich die Seitenfarbe über den Pinsel anpassen. Über das Plus lassen sich verschiedene Dinge hinzufügen. Neben Formen zum Beispiel auch ein weiteres Textfeld. So lässt sich hier zum Beispiel ganz einfach ein ansprechendes multimediales Lernplakat zu einem Zootier erstellen. Multimedial deshalb, weil es mit verschiedensten Medien gefüllt werden kann. Zum Beispiel mit geschriebenem oder eindiktierten Text, mit Fotos und Markierungen, gesprochenen Inhalten per Audioaufnahme, mit Bildern in einer Bildergalerie oder einem Webvideo. Über das Symbol mit dem Kopf und dem Plus kann sogar zusammen mit mehreren Lehrkräften aus Bremen oder Bremerhaven gemeinsam an einem Buch gearbeitet werden. Das Symbol mit dem Blatt und dem Auge schaltet die Leseansicht ein, mit der man sich das fertige Buch anschauen kann, ohne dass sich aus Versehen etwas verschiebt. Mit Pages lassen sich also nicht nur Texte schreiben und gestalten, sondern auch fachübergreifende, multimediale Lern- und Lesetagebücher erstellen. Die App Keynote ist das Standardprogramm für Präsentationen auf dem iPad.
Wenn Sie die App Keynote öffnen, können Sie eine neue Präsentation erstellen und wieder aus verschiedenen Vorlagen auswählen. Auf den ersten Blick unterscheidet sich Keynote kaum von der App Pages. Neben den Werkzeugen und Funktionen von Pages kommen in Keynote noch das Animieren dazu und der Button zum Präsentation starten. Mithilfe von Animationen in Keynote kann man Unterrichtsinhalte, zum Beispiel über die digitale Tafel, präsentieren und es lassen sich vor allem Bewegungsabläufe sehr anschaulich darstellen, wie hier am Beispiel des Wasserkreislaufs gezeigt wird. Darüber hinaus lassen sich zum Beispiel mit der Kamera und Keynote auch Bilderbuchkinos sehr einfach gestalten und Bildausschnitte verbergen, um an geeigneten Stellen antizipieren zu lassen. Die App Numbers ist das Standard-Tabellenkalkulationsprogramm von Apple, das sich aber deutlich vielseitiger für den Unterricht nutzen lässt. Wenn Sie die App öffnen, können Sie auch hier wieder ein neues Dokument erstellen und aus Vorlagen auswählen. Auf den ersten Blick sieht man auch hier kaum einen Unterschied zum Aufbau von Pages und Keynote. Unter dem Pinsel lässt sich hier noch die Zelle und das Zellenformat anpassen. Zusätzlich gibt es hier noch die Funktion des Sortierens und Filterns in der Tabelle. Man kann Numbers natürlich für das Anlegen von Listen nutzen, zum Beispiel für Hausaufgaben oder Klassenarbeiten. Die einzelnen Zellen lassen sich über den Pinsel mit einem Einblendmenü gestalten, um das Ausfüllen zu erleichtern. Eine andere Möglichkeit ist die Dokumentation von Lese- und Vorleseübungen. Hier kann mit der Sprachaufnahme das Vorlesen aufgenommen, dokumentiert und reflektiert und von der Lehrkraft ein Feedback gegeben werden. Außerdem kann man zum Beispiel mit bedingten Markierungen Quizfragen mit Rückmeldefunktion erstellen. Tabelleninhalte lassen sich ganz leicht in Diagramme umwandeln. Tabellen lassen sich aber auch komplett löschen, sodass ein weißes Blatt übrig bleibt, auf dem verschiedenste Medien wie in einem Portfolio gesammelt werden können. Auf diese Weise kann Numbers wie im folgenden Beispiel auch als multimediale Projektmappe genutzt werden. Wenn Sie die Beispiele nun inspiriert haben und Sie Ihre Fähigkeiten erweitern wollen, stehen Ihnen noch weitere Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Entweder über das Fortbildungsprogramm des Landesinstituts für Schule in Bremen oder beim Lehrerfortbildungsinstitut Bremerhaven.